Mein Aschaffenburg, ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Lächeln und Freude verbreiten. Das ist es, was Florian Harzbecher antreibt. Was er dafür braucht? Kleine Steine, bunte Acrylfarben und ausreichend Zeit an seinem Küchentisch. Strahlt auf den kleinen harten Brocken erst ein lachendes Gesicht, beginnt die Geheimmission des Aschaffenburgers. Florian Harzbecher platziert seine lustigen Kollegen an den unterschiedlichsten Orten der Stadt und das möglichst unbeobachtet. Der große Auftritt ist wahrlich nicht sein Ding. Dabei hat der 43-Jährige nicht nur viel über seine Kunst, sondern auch einiges aus seinem Leben als Live-DJ zu berichten. Was es mit seiner Pick-up-Art auf sich hat, weshalb Achtsamkeit in seinem Leben eine große Rolle spielt und weshalb er auch eine Karriere als Würstelkönig nicht ausschließt, hat er mir vor wenigen Tagen verraten. Zwei Anmerkungen in eigener Sache. Wer mehr von Florian Harzbecher und seiner Kunst erfahren möchte, findet auf mein-echo.de einen lesenswerten Artikel meines Kollegen Alexander Bruchlos. Und wer Personen kennt, die Aschaffenburg, wie mein heutiger Mikrogast, schöner, bunter und lebenswerter machen, darf mir eine Mail an podcast@mein-echo.de senden. Mein Name ist Nina Mählis und dies ist die 9. Folge des Podcasts Mein Aschaffenburg. So, hallo Florian. Du bist heute tatsächlich Teil einer Premiere. Ich glaube, dass ich nämlich noch nie derart wenig über einen Interviewpartner wusste wie bei dir. Ja. Ja, auch das Bemühen einer allseits bekannten Suchmaschine hat in deinem Fall nicht zu erhofften Ergebnissen geführt, da Google einfach wenig bis nichts über dich weiß. Ich hoffe jetzt also, dass wir in den nächsten Minuten so ein bisschen herausfinden, wer dieser Florian Harzbecher eigentlich ist. Beginnen wir doch einfach mal mit dem, was mir bekannt ist. Ich glaube nämlich, dass in deiner Brust zwei Herzen schlagen. Eine für die Kunst, das andere für die Musik. Fangen wir vielleicht mal mit der Kunst an, weil deswegen sitzen wir hier heute auf deinem Sofa. Ja. Du schickst kleine Kerlchen mit großen Augen und breiten Grinsen in die Welt hinaus. Ja, genau. Punkt. Erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen, wie die aussehen. Also wir werden mit Sicherheit auch nachher noch ein Foto machen, aber primär sieht man sie ja jetzt nicht. Naja, ich nehme mir halt so kleine Steine, die, ja... Größere Kieselsteine, glatt und so auf jeden Fall. Und mal da große leuchtende Augen drauf und ein Grinsen. Und also prinzipiell ist es ja so, dass ich immer gucke, was mir der Stein erzählt. Ja, was für ein Gesicht ich da drin sehe. Das ist so ein bisschen wie beim Holzschnitzen oder beim Bildhauen oder so, ne? Da hast du ja, also jetzt mal runtergebrochen, ne? Da hast du ja so einen ganz großen Brocken vor dir und dann fängst du da an rauszumeißeln und definierst immer feiner. Aber gut, das ist jetzt da nicht der Fall, aber da achte ich da schon drauf oder versuche halt irgendwie zu sehen, was mir der Stein für eine Emotion gibt. Also es gibt auch einige wenige, die irgendwie ein bisschen sauer sind oder traurig oder so, ne? Aber überwiegend ist natürlich auch meine Intention, so undercover-mäßig Freude und ein Lächeln zu verbreiten. Das wäre die Frage gewesen, wie kommt man darauf, Steine zu bemalen, die ja nicht nur für den Hausgebrauch, sondern die schickst du ja eben in den öffentlichen Raum. Man trifft sie eben vor dem Schloss, da drüben im schönen Tal. Ja. Wieso setzt du dich an deinen Tisch? Ich glaube, du arbeitest hier an deinem Tisch. Genau, ja. Und schickst die dann eben in den öffentlichen Raum. Also, ich habe angefangen damit ja 2015. Bin da auch total durch den Zufall von Mutter Natur draufgekommen. Um da mal weiter auszuholen. Ich wollte gerade sagen, es klingt sehr kryptisch. Ja. Ich habe da am See gehockt und habe so die Brandung halt gesehen, wie sie ankommt. Und dann sind da so kleine Wassertropfen auf die Steine, auf die Kiesel, die da gelegen haben, gespritzt. Und dann habe ich da drin irgendwie so zwei Augen und Mund gesehen. Und da habe ich mir ein Edding genommen und habe das nachgemalt. Und war dann wie in so einem Tunnel und habe dann ganz viele Steine gemalt. Die lagen dann irgendwann an dem See einfach um mich rum. Und bin dann am nächsten Tag wieder dahin und dann waren die weg. Und das fand ich erstmal interessant. Mhm. So, ne? Aha, da passiert was. Dann habe ich das nochmal gemacht, habe die dann auf den Spazierweg neben dem See da gelegt und mich da etwas weiter auf eine Bank gehockt und da mal beobachtet die Leute, ne, was da passiert. Und ja, wenn die da so gefunden wurden, hat es schon große Freude verbreitet, so bei den Findern.
Und das hat mich halt irgendwie gekriegt, so dieses Gefühl. Das fand ich gut und es hat Spaß gemacht. Und vor allem auch dieses Undercover. Ja, so, keiner weiß, wo kommt das her? Eigentlich möchtest du nicht bekannt werden. Ja, gut. Aber das hat sich jetzt hiermit leider erledigt. Ja, naja. Was soll's? So kann es gehen. Die Freude bleibt bestehen, ja. Eben, du hast es ja schon auch ein bisschen professionalisiert. Also du bist ja jetzt eben nicht mehr mit Edding rein unterwegs, sondern genau. Du arbeitest ja mit Farben. Was sind das denn für Farben? Das sind Acrylstifte und ich habe das erst mit Acrylfarben aus der Tube probiert oder mache das zuweilen immer noch, halt mir ein paar Farben zurechtgemischt und dann mit Pinsel halt gemalt. Aber mit den Stiften kannst du natürlich wesentlich feiner und akkurater malen. Mhm. Und ja, so habe ich das irgendwie im Laufe der letzten Monate, Jahre irgendwie immer so ein bisschen optimiert, so das Ganze. Mhm. Weil die Edding-Stifter, die haben sich dann gelöst nach einer Zeit, also war nicht so beständig einfach. Also du konzipierst sie auch bewusst eben für die Witterung, dass die draußen eben der Witterung ausgesetzt sein können und der Witterung auch bestehen. Genau. Also das, natürlich ist das so die Idee, dass die eben auch von dem Finder mitgenommen werden können. Du sagst eben, deine Kunst ist eine Pick-up-Kunst. Pick-up-Art, ja. Ja, Pick-up-Art, genau. Das heißt, du machst es auch wirklich zum Mitnehmen. Man darf die oder soll die sogar mitnehmen. Ja, fände ich schön. Also, ne, ich habe schon andere Steine gesehen, die bemalt waren. Und auch auf Facebook gibt es ja diverse Gruppen, die sich dem Thema irgendwie annehmen. Und da ist ja dann alles Mögliche drauf. Da gibt's ja auch total fantastische Steine, wo dann irgendwie die Leute Spinnen oder Eulen drauf malen oder was, die schon recht, fast schon fotorealistisch aussehen. Mhm. Also richtig da Skill halt auch reinlegen. Und aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es oft bei diesen Seiten zum Beispiel darum ging, okay, du findest einen Stein, den kannst du posten hier bei uns auf der Facebook-Seite und dann legst du ihn am besten wieder irgendwo anders aus, dass ihn wieder jemand findet. So, okay. Ja? Und ich finde es aber auch schön, was für sich selber mitzunehmen. Oder ja, du hast da so einen Stein gefunden, der lacht dich an und er kann dann einfach dir sein. So. Möchtest du auch so ein bisschen vielleicht den Leuten vermitteln, dass man auch wieder was Schönes im Alltäglichen, vor allem im alltäglichen Raum sehen soll und kann dadurch? Ja, auf jeden Fall. Also der Grundgedanke, das kommt ja bei mir irgendwie aus der Achtsamkeit heraus. Mhm. Ne, so, den Hashtag verwendest du nämlich auch. Ja, genau. Das ist so die Basis quasi. Mhm. Weil ich setze mich auch viel mit dem Thema auseinander und in der heutigen Zeit ist es natürlich, wie wir alle wissen, sehr hektisch, schnelllebig. Jeder kümmert sich nur um sich und ja, da ist es halt, glaube ich, schön, wenn man da so einen kleinen Impuls kriegt. Mhm. Von außen und dann gerade Leute, die halt mit gesenktem Kopf durch die Straßen gehen oder so mit Scheuklappen durch die Welt gehen und auf dem Boden dann auf einmal so einen Freund sehen, so einen Stein, dann kann das schon was Schönes auslösen, denke ich. Und ja, das will ich halt so ein bisschen forcieren und so triggern. Beobachtest du dann auch teilweise hier Passanten in der Stadt? Also wenn du auslegst, bleibst du dann vielleicht noch einen Moment an der Stelle auch selber stehen, um zu gucken, wie vielleicht der nächste Passant reagiert? Im Sommer auf jeden Fall öfters mal. Da setze ich mich dann auch mal ins Schöntal auf eine Bank. Aber meistens läuft es so, dass ich irgendwie, wenn ich einkaufen gehe oder spazieren gehe, dann packe ich mir halt ein paar Steine ein und dann gerade im Vorbeilaufen. Also das ist wirklich so, du arbeitest da nicht nach einem gewissen Plan oder nach einer gewissen zeitlichen Struktur. Auch du hast immer welche mal bei dir und wenn dir die Stelle oder auch einfach der Moment geeignet scheint, dann legst du einen aus. Das genau. Ist jetzt nicht so, dass einer pro Woche muss irgendwie... Nein. Ich habe das schon... Also ich habe auch schon oft Steine eingepackt, bin losgelaufen und bin nach Hause gekommen, hat sie alle noch bei mir, so, ne, weil mich halt auch irgendwie, ich weiß nicht, da muss mich auch die Stelle dafür inspirieren. Und dann ist es ja auch nicht so, dass ich, also ich meine, ich habe ja die Instagram-Seite dann jetzt auch gemacht. Sag vielleicht gleich mal, wie du dort heißt, dass man dort auch mal sehen kann, wie eben die Steine und vor allem auch die Orte aussehen. Die Instagram-Seite ist Stones Flow. Angelehnt. Ist das so ein bisschen dein Künstlername oder angelehnt an was? Angelehnt an das Musiklabel Stones Throw. Die machen so Hip-Hop, Soul, Funk, Jazz, so da in dieser Richtung. Da sind wir bei deiner zweiten Passion. Genau. Und da für später. Ja. Und so kam es dann irgendwie so die Idee dazu, als so kleine Tribute quasi. Ja. Und da
fotografiere ich auch nicht jeden Stein. Okay. Also da achte ich dann auch drauf, dass ich im besten Fall dabei nicht gesehen werde. Also ich will das echt so undercover wie möglich halten. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel hinter mir läufst, ja, und du siehst, ich leg da was hin, mhm, und ich hock da irgendwie noch rum oder mach und tu und fotografiere und geh dann einfach weiter, und dann ist so der Zauber ein bisschen weg, mhm, ne? Weil du läufst dann da und dann siehst du, aha, mhm, da liegt ja ein Stein. Du verwendest noch einen anderen Hashtag, ja, nämlich Guerilla-Art. Ja. Da, also nur vielleicht, um es an der Stelle auch nochmal zu erwähnen, weil der Vorwurf ja bei dieser Form, dieser Street-Art-Kunst auch oft kommt, du bist jetzt keiner, der eben mit Farbeimern oder Sprühdosen bewaffnet hier in der Gegend unterwegs ist und das Eigentum anderer beschädigt. Überhaupt nicht. Du positionierst eben kleine, wirklich ja auch kleine Steine irgendwo, wo du auf gar keinen Fall irgendwie in den Raum anderer eindringst. Ja, ja. Ich habe früher in jungen Jahren auch Graffiti gemalt, wurde dann auch mal gepackt, so, ne? Aber das ist auf jeden Fall auch, wo ich herkomme eigentlich. Und ich habe auch viele Freunde, die da sehr aktiv sind im Graffiti. Und das, ja, wie du sagst, das ist halt so, der Stein gehört ja erstmal niemandem. Ja. Und er beschädigt ja auch nichts. Also er ist ja einfach. Also wenn ich nicht irgendwo reinschmeiß, ja, so mutwillig, dann, ja. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Steine du schon in den Umlauf gebracht hast? Boah, ist auch immer wellenweise, ne? Da gibt's da mal einen Monat, wo recht viel passiert, dann mal wieder weniger. Also ich denk mal, ja, vielleicht so 150. Schon. Roundabout. Hat das dann auch was mit deiner Stimmung eben zu tun, weil du sagst wellenförmig? Das heißt, wenn es dir danach ist, gehen einfach auch vielleicht viele mal raus und dann gibt's einfach Wochen, ja, wo es einfach dir danach gar nicht ist. Genau. Wie gesagt, ich mache das seit 2015 und es ist zwischendurch schon arg verschütt gegangen auch, ne? Durch so, dann hatte ich da auch überhaupt keinen Drive mehr dazu und habe das auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ja, irgendwie kam es immer wieder so, dieses Achtsame. Und ich kann ja da auch super abtauchen da, wenn ich dann irgendwie höre ich einen Podcast oder so und dann habe ich da 20, 30 Steine liegen und dann bin ich wie im Tunnel so. Und die liegen hier tatsächlich, weil man sieht es ja nicht, wir sehen es ja nur, sie liegen hier auf deinem Küchentisch, ja, und werden da dann bemalt. Genau. Ja. Und warten dann drauf, in die Welt hinausgeschickt zu werden. Genau. Und das auch tatsächlich, also ich verschicke auch ab und zu mal ein paar Steine an Freunde, die in anderen Städten wohnen. Ich wollte gerade sagen, es wurden nämlich einige Vertreter auch schon in London und Berlin gesehen. Das ist das, ja, bisschen was ich schon rausgefunden habe. Ja. Das heißt, da warst dann gar nicht du vor Ort, sondern Freunde haben in deinem Auftrag die Steine mitgenommen. Genau. Cool. Ich erzähle denen dann so, hier, das habe ich vor und guck doch mal, ich schicke dir ein paar und wenn du ein schönes Plätzchen siehst, schick mir doch gerade ein Foto. Mhm. So, und dann poste ich das. Cool. Sehr, sehr schön. Bevor wir jetzt mal über das zweite Herz, das da in deiner Brust schlägt, reden, darfst du mal hier unsere kleine grüne Fragenbox beehren, beherzt hineingreifen und okay, drei Fragen ziehen. Drei? Ja, drei. Nein, vielleicht wissen wir dann so ein bisschen mehr über dich. Okay, eins. Zwei. Alles klar. Also. Los geht's. Los geht's. Was haben wir hier? Kaum zu glauben, aber in Aschaffenburg fehlt. Naja, gut. Live-Musik. Es fehlt überall. Eine gute Currywurst. Eine gute Currywurst. Ich denke schon. Okay. Also ich war bei Best Washed in Town, war ich tatsächlich noch nie. Ich weiß gar nicht, ob man hier Werbung machen darf. Aber das war auch mal eine ganze Zeit lang eine Idee von mir. Mhm. Eine gute Currywurst, eine solide, ehrliche Currywurst und ja, aber... Gretchenfrage, mit oder ohne Darm? So tief bin ich da nicht in das Rabbit Hole gegangen. Aber dann, das wäre wahrscheinlich dann... Der Berliner irgendwann... hätte jetzt gesagt, nur ohne Darm. Okay. Ja. Da kenne ich mich allerdings tatsächlich nicht so in den Aschaffenburger Gepflogenheiten aus. Ich denke, das ist ein regionales Ding auch, wie das gehandhabt wird. Ich glaube, ne, auch. Also ich würde mich da erstmal nicht an Berlin orientieren. Nee. Okay, also aber das... Aber du legst dich fest, es fehlt eine gute Currywurst, Klammer auf, ohne jemals Best Wash getestet zu haben. Klammer genau. Ich glaube, so dreht man auch einfach gar keinem auf den Schlips. Ja. Unverzichtbar in Aschaffenburg ist für mich, boah, schlappes Hippel. Das Bier oder die Lokalität? Erstmal das Bier, obwohl ich die Lokalität auch gut finde. Hat ja auch Geschichte. Ja. Ne? So, Frage Nummer 3. Aschaffenburg in 3 Worten. Da hast du dir aber echt die schwersten hinausgezogen. Da wäre noch einfachere drin gewesen. Ja. Ja. Da habe ich ja jetzt Pech gehabt. Du kannst doch einfach nochmal ziehen. Naja, Aschaffenburg in 3 Worten. Gemütlich. Curry, Wurst, los.
ruhig und Potenzial. Oh, Potenzial. Finde ich ja. Wir haben Potenzial, aber wir schöpfen es noch nicht aus. Ja, ich glaube, da brodelt viel. Ja. Brodelt es auch in der Musikszene? Ich denke schon. Das ist jetzt mal eine Überleitung, ne? Oh, also wir müssen jetzt über die Musik reden. Okay. Dann kannst du jetzt vielleicht erstmal uns allen erzählen, was dich da bisher schon so beschäftigt hat, mit wem du schon zugange warst. Das ist ja doch ein sehr großer Aschaffenburger Hip-Hop-Künstler, mit dem du da schon am Werke warst. Ja, also angefangen hat es so um die Jahrtausendwende mit der Gruppe Schwarzer Humor, die ich mit drei Kumpels gemacht habe. Und wir haben auch tatsächlich ein Tape veröffentlicht und waren auch so überregional ein bisschen bekannter. Für diejenigen, die euch nicht kennen, was habt ihr so gemacht? Deutschen Rap, genau. Und das ist auch so, wo ich herkomme halt. Mhm. Ne? Und ja, da haben wir eben so viel Sound für uns im Schlafzimmer quasi gemacht. Und dann irgendwann in Olli Banyon natürlich auch da ist er dann kennengelernt. Da ist er. Mhm. Und dann war ich gut 12 Jahre bestimmt Live-DJ, ein Tour-DJ vom Olli. Und mit dem viel Sound gemacht. Und das heißt, damit hast du dann auch so richtig deinen Lebensunterhalt verdient? Nee. Ich habe sonst immer 9-to-5. Also ich habe eigentlich immer 9-to-5 gearbeitet. Und das war halt so aus der Leidenschaft heraus so ein Ding von mir. Ja. Und das hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, Deutschland, Österreich und Schweiz zu bereisen. Viel Tourlife mitzuerleben, ne? Und ist es denn so wild, das Tourleben? Es kann mitunter wild sein, ja, vor allem in jüngeren Jahren, aber jetzt ist das natürlich alles. Seid ihr in ein gewisses Alter gekommen? Man wird älter, so ist es, ja. Und da ist das dann auch nicht mehr so. Ja, aber da habe ich dann auch viel gemacht und ich bin ja immer dabei geblieben und mache heute auch immer noch für mich Sound und mache viel Remixe. Auch, also lass mir A Cappellas von befreundeten oder unbekannten, mir unbekannten Rappern A Cappellas schicken und mach dann Remixe darauf. Das ist so eine Leidenschaft von mir. Das ist ähnlich wie... Aber es klingt zeitintensiv. Ja, da geht schon mal so ein schöner Abend oder auch mal ein ganzer Tag ins Land. Ja. So, ne? Ja, also wie gesagt, das ist schon auch eine Leidenschaft von mir. Ne? Aber monetär passiert da halt nicht so viel. Aber da lege ich ja auch jetzt nicht so den Fokus drauf. Ja, mir ist es wichtig, mich da auch so ausdrücken zu können in der Musik. Das kannst du dann wahrscheinlich dadurch, dass du dir eben deine Leidenschaft einfach erlauben kannst, dadurch, dass du hast selber gesagt, einen 9-to-5-Job hast. Ja, jetzt oder nicht mehr. Okay, was war das denn früher oder was hast du denn gelernt? Was bist du denn? Also ich habe Industriekaufmann gelernt und habe dann ganz lange in der Medizintechnikbranche gearbeitet. Und das konnte sich dann ganz gut ergänzen mit deiner ja doch sehr umtriebigen Musik. Naja, also die Gigs sind öfters aufs Wochenende gefallen und das war so eigentlich da immer, konnte ich handeln dann. Ging ganz gut. Oder war ein Urlaubstag reinschieben oder so. Also das hat eigentlich schon immer geklappt. Es hat natürlich auf der anderen Seite oftmals auch so viel Zeit geschluckt, dass dann die Kreativität eben auf der Strecke geblieben ist. Ne? Genauso wie mit den Steinen. Also das haben, wie gesagt, ich habe da 2015 mir das so für mich erschlossen, das Ganze. Und dann ist das eben zeitweise da einfach verschütt gegangen, weil ich da einfach auch keine Energie mehr dafür hatte. Ja. Und das ist mit der Musik ja genauso. Und so kreative Prozesse kannst du einfach nicht auf Knopfdruck abrufen und dann sagen, okay, das ist dann auch was Gescheites, ne? Woraus man irgendwie Kraft schöpfen kann, was einem was gibt. Weil meinst du, wie oft ich frühs aufgestanden bin und die Mods-Ideen hatte und mich am liebsten direkt hingesetzt hätte und die umgesetzt hätte, aber natürlich erstmal zur Arbeit. Und wenn ich nach Hause komme, dann geht's los und dann bin ich nach Hause gekommen und dann ist nichts passiert, weil ich dann echt froh war, einfach Füße hoch, genau. Und das hat mich dann auch zeitweise total unglücklich gemacht, ja, dass ich irgendwie die Energie dann nicht mehr hatte, weil mir das schon sehr wichtig ist auch, ja. Und jetzt momentan mit der Lage, in der ich mich gerade befinde, jobmäßig, ist natürlich vom finanziellen Aspekt her schwierig. Aber auf der anderen Seite kann ich mich eben da auch diesen Leidenschaften sehr widmen und das tut mir auch mega gut so. Das heißt, du verwendest momentan dann schon auch einige Zeit eben für Musik und eben auch für die Kunst. Genau. Die Kohle ist halt immer so ein bisschen das Problem. Das ist ein Brotjob, die Currywurstbude. Ja. Auch noch was für ein Genuss. Ja. Aber da bin ich nicht so der...
dass du vielleicht, war es für dich jemals ein Thema, eben die Musik zur Nummer 1 zu machen, jetzt auch im Sinne von Brotjob? Das hatte ich früher eher, so nach der Schule, habe ich mit dem Gedanken auf jeden Fall gespielt. Allerdings hat es dann auch nicht so wirklich hingehauen, beziehungsweise hat mir da auch so ein bisschen die Geschäftstüchtigkeit gefehlt, ja. Und vielleicht auch jetzt wieder zu dem Thema, dass man von mir in Bezug auf die Steine nicht so viel findet, bin ich halt auch nicht der Typ, der sich da so präsentiert. Genau. Und auch, ja, das gehört wahrscheinlich dazu. Ist das Musikbusiness ein hart umkämpftes Gebiet, bei dem man Ellenbogen braucht? Naja, dadurch, dass ich ja lange mit dem Olli unterwegs war, habe ich ja auch diverse Einblicke in das Ganze bekommen. Und es hat mich schon öfters einfach abgeturnt, so wo ich mir gedacht habe, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, ne, um damit Geld zu machen, dieses und jenes in Kauf zu nehmen oder ich weiß nicht. Also mir ist es ja trotzdem wichtig, ja, aber da kann ja dann manch einer sagen, ja, offensichtlich war es dir nicht wichtig genug, weil sonst wärst du ja dran geblieben und hättest mir Biss bewiesen. Hätte ich einen Manager gehabt oder jemanden, der für mich das Telefon in die Hand nimmt, ne, und auch mal so ein bisschen verhandelt. Ein Geschäftsmann bin ich auch nicht. Da wäre das bestimmt auch anders gelaufen. Ja, aber ich bin halt mehr so der Creator. Mhm. Aber du bist damit fein. Also solange dir die Musik auch nicht komplett genommen wird, ist das für dich so in Ordnung. Ja, obwohl ich schon jetzt auch, wo ich mich ja momentan karrieretechnisch an so einem Nullpunkt befinde und prinzipiell ja alles machen könnte gerade, da denke ich natürlich schon auch darüber nach, wie ich mich da vielleicht auch noch verwirklichen könnte, ne? Und weil ich würde mir selber auch schon einen gewissen Skill zusprechen, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das ist dann auch echt Vitamin-B-Geschäft. Mhm. Du brauchst Kontakte, du brauchst Leute, die Leute kennen. So, ne? Und so funktioniert es. Aber ich bin ja prinzipiell schon eher so ein introvertierter Typ. Das beißt sich irgendwie auf eine Art und Weise. Und da bin ich auch noch nicht ganz dahinter gekommen, wie ich aus dieser Misere rauskomme. Das heißt, da kommt viel demnächst in alle Richtungen. Vielleicht wird es doch die Musik, vielleicht doch die Currywurst. Ich würde nichts ausschließen. Ist immer gut. Ja. Wo hast du den letzten Stein? Harter Break war. Wo hast du den letzten Stein ausgelegt? Oh, das war in Johannesburg oben jetzt am Sonntag. Im Schnee. Das heißt, der ist vielleicht schon in dieser weißen Watte versunken. Vielleicht wurde er auch schon gefunden. Vielleicht wurde er auch gefunden und liegt jetzt ganz woanders. Ja. Ich müsste mich jetzt also wirklich mal auf die Suche gehen. Das würde mich natürlich freuen. Das mache ich. Ich danke dir für deine Einblicke. Ja, gerne. Und wenn es was Neues gibt, sei es die Currywurstbude oder die Musik, dann komme ich wieder. Tu es. Sehr gut. Danke.